Stummer Alarm, okay. Ach, dadurch hat sich die Tür geöffnet. So schön wie bei dem Frame mit dem, wo die Lampe an ist, hier der Strich. Egal. Auch die Programmierer hatten halt zum Schluss jetzt keinen Bock mehr, kann ich verstehen. Davon habe ich schon immer geträumt. Moment. Stimme ein bisschen bereinigen. Was ist das? Ein Nageleisen, damit man Leute nageln kann. Noch ein Stoßzahn. Dschungeltore! Dschungeltore Schölermann. Die Tür ist abgeschlossen, aber das Schloss ist kaputt. Ich muss sie wohl oder übel aufbrechen. Gewalt! Hinein! Ja! Nein! Eine spezielle Regel muss hier eingesetzt werden. Hast du gerade deine Regel? Dann mach. Stehst wegen Regler. Und was hat er unter seinem Fuß? Ein Runenstein! Yeah, Alter, jetzt werden wir aber damit zugeschissen. Meine Güte. Würden das wirklich schnell zu Ende bringen, jetzt das Spiel. Ja, damit. 7. Offenbarung. Da sie wussten, dass Riidu vorhatte, erschufen die 10 Schamanen 2 von Ankuru gesegnete Totems. Sie lenkten den König ab, befreiten die Seelen, die er gestohlen hatte, und schlossen ihn in eines der Totems ein. Der Wahnsinn, der über die Insel hereingebrochen war, war gestoppt. Hurra! Aber hey, warum sind wir dann infizierte Mondsymbol? Mond. Der Mond, er hat dich gerne. Und es leuchten dir die Sterne. Natürlich. Klack, Mondsymbol. Jetzt kriegen wir die Sonne und holen uns die fette Shotgun, die wir dann Bobby geben können. Ja, damit. So, Bobby. Jetzt gibt's keine Ausflüchte mehr. Auf geht's. Zombies schnetzeln. Okay, Eve. Ich stehe zu deinen Diensten. Übrigens, während du weg warst, habe ich mir einen runtergeholt und da habe ich das hier gefunden. Gibt ihr einen Schatullenschlüssel. Ich fühle mich jetzt sicher. Weil er was dubiert hat und dir einen Schlüssel gegeben hat. Fällt dir das für dich nichts mehr? Oh doch, das wird dir was bringen. Siehste? Ja, damit. Was bist du? Ein Ball. Suck my balls. Balls of Steel. Hier irgendwas? Nein. Nein. Stopp. Dschungeltore. Ball. Aha. Location Film Guard. Close-up Ball. Der Bildschirm ist so staubig. Ich sehe nichts. Aha! Berühre alle Teile in einem Zug, ohne ein Teil zweimal zu berühren. Aha. So. Fang ich an. Hier oben. So. So. Einmal rum, die Dummen. Ja. So. Fuck. Okay, nochmal. Fange ich hier an. Zack, 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 zack. Zack. Nein. Dang it. Nein, hier wollte ich anfangen. Zack, 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 zack. Der Tomatentoaster würde hier sicher ordentlich rumfehlen. Wenn ihr ihn nicht kennt, geht auf seinen Kanal. Würde ich nur empfehlen. Netter Typ. Manchmal. Inkompetent wie eine Bockwurst, aber nett. Schöne Grüße von mir hier an der Stelle. Hi, ich weiß, dass du das Let's Play guckst. Hi. Fuck. Ich hätte es mal nicht zu laut sagen sollen. Riech's mal andersrum. So. Ja! Nein! Nein! Dang it!
Mann. So rum. Na. Ist wieder dasselbe Problem, ey. Ah. So. Nein, so wird es ja auch nichts. Ah. Dann kann es nicht so sein. Yeah, now we got it. Oh yeah. Vorsicht vor dem Infizierten! Bam! Und ich werde sie aufhalten! Danke, Bobby! Schade, dass er jetzt stirbt. Eine Pfütze? Eine Pfütze mit Öl! Ich werde mich drin suhlen! Dieses Tier sieht gefährlich aus, aber so erotisch. Ich muss es irgendwie verscheuchen! Abgebrannte Fackel. Nein, so wird das nichts. Nein, so wird das nichts. Noch eine antike Rune. Das Ding sieht leer und verlassen aus. Wenn ich dran käme, könnte ich nachsehen. Nee. Wimmelbild. Ein Affe. Dafür braucht den zweiten Teil der Zimbel. Das Thema gefällt mir. Schraube. Zwei Blätter. Ein Blatt. Zwei Blatt. Ein Tittenfisch. Haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Dort hängt er. Ein Monitor. Schöner alter Monitor. Megafon. Yeah. Turnschuh. Ich habe Thunfisch nicht Turnschuh gelesen. Und ein Hut. Ananas kann man als Hut nehmen, eine halbe Kokosnuss kann man als Hut nehmen. Wenn ich an das Fruchtfleisch der Kokosnuss heran will, muss ich sie zerteilen. Nimm den Stein, ja? Da! Hut. Da ist Hut. Dann brauchen wir eine Creme. Eine cremige Creme. Eine Creme de la Creme. Hier ist nochmal das Zeichen für Widder, das Sternzeichen. So nebenbei. Hier ist dieser klassische Zeigefinger. Creme, Karte, Wolle, Magazin. Für die Karte brauchen wir... Nee, brauchen wir nicht noch ein Puzzleteil. Voran geht zur Seite. Geht doch Magazin. Pistole. Eine... Wie sind sie? Magnum? Ich glaube ja. Karte. Du bist eine Schaufel. Hier ist drinne nichts. Doch, die Creme. Aha! So, wo ist hier noch eine Zirbel? Zirbel. Hier. Zirbel. Zirkusaffe. Und jetzt noch die Wolle. Tja, hättest mal das Schaf mitgenommen. Wie meint hier die Wolle? Eine Beiß. Heißt es Beiß oder Beizzange? Wo ist sie denn jetzt? Ein Stück, das Puzzle zählt. Wo ist die Zange? Kacke! Zange! Zange. Ich ist schon wieder ein Sternzeichen. Das hier ist. Moment, ich hab's gleich. Ich glaub, Wassermann. Aber erstmal, wo ist die Zange? Dankeschön. Beizzange. Die Kurbel des Brunnens fehlt. Sogar der. Nominativ da, die Genitiv des Brunnens. Der Eingang der Höhle ist mit einem magischen Schloss versperrt. Unter den Wurzeln des Baumes sehe ich einen Durchgang. Aha. Jede Menge Plunder. Zuerst muss ich diese Ketten durchtrennen, bevor ich die Tür öffnen kann. Vielleicht mit der Beißzange?
Ein Zombiehund. Wie schrecklich, ein Zombiehund. Du siehst genauso aus wie aus dem Resident Evil Film, aus dem ersten. Dem dennoch gut war. Eine Schrotpatrone. Patrone. Klopapier. Ullbinde halt. Kann man auch als Klopapier nehmen. Und das Ding zur Tür. Was ist hier drin? Ein Schlüssel. Alter, wie viel Zeugs kriege ich hier denn bitteschön drin? Erstmal machen wir mit dem Dolchamulett hier die Tür auf, gehen da rein und finden einen Schamanen. Bam, bin ich gut. Hallo, Eve. Woher kennst du meinen Namen? Ich habe dein Namensschild gelesen und deine Ankunft in meinen Träumen gesehen. Du hast das Totem des Lichts mitgebracht. Das Ding, das ich bei mir habe, ist das Totem? Die Schamanen der 10 Stämme haben das Totem in das Innere des Gefäßes gelegt, das du besitzt. Du musst 10 Amulette einsammeln, um das Gefäß zu öffnen. Ich sehe, du hast schon die meisten von ihnen gefunden. Aber was ist dieses Totem? Da ist ein alter Tempel im Herzen des Dschungels. Ein großes Übel, der Dämon Rido, wurde dort eingesperrt. Seine Seele wurde in einem Totem gebannt. Der Zwilling des Totems in dem Gefäß, das du in deinen Händen hältst. Der Dämon ist jedoch frei. Und die einzige Chance, ihn zu stoppen, ist das Totem in den Tempel zurückzubringen und es in den Schrein zurückzulegen. Das wird den Dämon und seine Schergen wieder in das Totem ziehen. Kannst du mir helfen? Ich bin zu alt, um Dämonen zu bekämpfen. Aber wenn du mir eine Träne der Statue in der Höhle hinter dem Wasserfall bringst, werde ich dir einen magischen Stab anfertigen, mit dem du die Schergen des Dämonen einfrieren kannst. Ich werde dir die Träne bringen. Danke, Opa. Zack, ja, aber dafür bestehe ich dich jetzt. Na, du bist alt, kannst dich nicht mehr bewegen, also nutze ich das aus. Drehkurbel. Dich nehmen wir erstmal für den Brunnen. Kurbel, 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 Kurbel. Eimer mit Rune, natürlich. Was auch sonst. Klack. Nur noch 2. Wir sind bald durch. Bist du das Pflanzen so? 8. Offenbarung. Das 2. Totem wurde von den Schamanen in ein magisches Gefäß eingeschlossen. Um es zu öffnen, benötigte man 10 Amulette, die unter den Schamanen zur Aufbewahrung verteilt wurden. Ja, haben sie ja toll darauf aufgepasst, wenn ich die überall verteilt finde. Und das Ding plötzlich in meinem Rucksack war. Baumsymbol. Ah, wo war das jetzt? Das war hier im Baum. Genau. Und da haben wir den Stab. Brauchen wir den hier für... Magisches Artefakt. Yeah. Oh. But then I got an arrow into my knee. Armer Kerl. Schön sind auch hier die Finger. Abgeknabbert. Nimm, 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 nimm. Eine leere Pistole. Nicht mehr leer. Ich muss sie laden. Ich sollte etwas anderes ausprobieren. Nein, solltest du nicht. Guck, passt da perfekt rein. Bitch. Ein mächtiger Wasserfall. Glasflasche. Ich befürchte, das wird nichts bringen. Ich befürchte, nein, so wird das nicht. Kosepfeil. Meets. Ich wollte schon mein. Zum Aussterben bedroht. Hier kann ich jetzt die Mullbinde reinmachen. Mach das hier dann. Eingeölte Mullbinde. Ja. Na gut. Ein Brett. Ja. Eine Hand steckt im Boden. Wie gruselig. Ich komme von hier nicht an das Auto heran. Nimm das Brett, was du gerade gefunden hast. Soll ich das was anderes ausprobieren? Nein, solltest du nicht. Ich kann nicht springen. Ah. Aber mit dem Brett kann ich hier die Hornissen ärgern. Ich fürchte, das wird nichts bringen. Was sollte da nochmal... sieht leer und verlassen aus, wenn ich dran käme, könnte ich nachsehen. Sieht nicht leer und verlassen aus. Ganz im Gegenteil. Kosepfeil. Brett.
Ach man. Komm. Ach, hier kann ich jetzt wieder. Blume, Blume, Seife, Spargel, okay. Pistole, Puzzle. Da fehlt mir noch ein Puzzlestück, das habe ich vorhin hier nicht erblicken können. Tic-Tac-Toe, habe ich es hier? Ich möchte diese Runde vollenden. Hier ist ein Fressenrettich. Seite, Schmetterlingsnetz haben wir hier. Fahrzeughupe. Mais. Shorts. Dampfschiff. Dampfschiff. Hier. Ananas. Krawatte. Dominostein. Hier drinne. Dann noch eine Seite. Aha. So. Ein Puzzlestück. Und irgendwas, womit ich schreiben kann. Das wird jetzt toll. Hier ist das Puzzlestück. Das ging schnell. Nur wo finde ich... Das ging auch schnell. Teil des Totemgesichts. Oh yeah.